Lorenz und Alexander. Schaut so aus. Wenn du zu viel hast, dann musst du... Bitten. Unsere Cracks aus dem 49er. Fred Nekerno und Pavel Niki. Ja, also es ist eine große Ehre, eben das hier gewinnen zu können. Und wir haben jetzt eben die Ehre, auch zum World Cup Final nach Miami zu fahren und dort Österreich zu repräsentieren. Das ist natürlich eine Riesenchance für einen Segler, mit dem Roman Hagara und dem Hans-Peter Steinacher zu arbeiten, weil man lernt wirklich sehr viel von ihnen. Die haben selber 2 Olympiamedaillen gewonnen und haben schon alles durchgemacht. Und man will es natürlich genauso machen wie sie und auch irgendwann mal 2 Goldmedaillen gewinnen, wenn es möglich ist. Ja, yeah, it's a great honor to win here. And now we are allowed to go to Miami to the World Final. And we are allowed to representate Austria there. We are already foiling with a smaller boat, but not very much. And it was a great experience, very funny, nice speed, and it was a great honor to work with Hans-Peter Steinacher and Roman Hagara. They could teach us really a lot in those few days. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Foiling-Spektakel hier machen sie. Wir haben den Aachensee ganz gut gekannt, aber dass er sich so präsentiert, das ist eine Sensation. Und wir sind sehr zufrieden mit der österreichischen Performance. Wir haben ein gutes Gefühl fürs Weltfinale und es hätte nicht besser laufen können. Was wir haben, natürlich jetzt ein Programm für ihn bis im November. Der Sieger wird den nächsten Level erreichen müssen. Wir werden dafür sorgen. But this week we had a magic event here on Lake Achensee, foiling all over the place. Big performances, over 30 knots of boat speed, and in this mountain area can't be better.